Zollbeamte, das sind die, die hinterm Schreibtisch sitzen und Steuersünder-CDs auswerten. Und das sind die, die mit gewichtiger Miene am Flughafen in den Koffer schauen. Aber das sind eben auch die, die voller Ehrgeiz die Besten sein wollen, die den Kollegen zeigen möchten, dass sie besser sind. Und genau das stellen sie an diesem Wochenende bei den 11. deutschen Zollmeisterschaften in Dresden unter Beweis. Sie jagen Waffenhändler, Steuersünder, Drogendealer. Sie riskieren ihr Leben, ermitteln verdeckt, sind ganz dicht am Bösen dieser Welt. Im Hafen Hamburg, in der Unterwelt von Köln, auf dem Flughafen in Leipzig. Aber einmal im Jahr geht's um Tore, Punkte und Sekunden. Dann will jeder von ihnen deutscher Zollmeister werden. Wir haben hier profinahe Sportler, die sehr viel Sport machen und auch privat an Wettkämpfen teilnehmen. Aber wir haben genauso die Kolleginnen und den Kollegen, der normalerweise am Schreibtisch sitzt oder ein-, zweimal die Woche Sport macht und eben Spaß dabei hat, hier mit den anderen mitzulaufen. Mehr als 1.700 Zöllner aus ganz Deutschland kämpfen in Dresden 2 Tage nicht gegen Steuersünder, sondern gegen sich selbst. Allein beim Fußball sind 48 Mannschaften angereist, gerade auf dem Feld. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, 2. Mannschaft aus Frankfurt gegen die Sportgruppe Zollfahndung aus München. Nach 3 Vorrundenspielen hat die Sportgruppe Zoll aus Hamburg schon ein wenig den Überblick verloren. Gegen wen haben wir gespielt? Die haben alle so exotische Namen. Eigentlich ist es ja auch egal, denn das Dabeisein ist das, was zählt. Ist halt auch das Schöne, weil das gibt es ja seit 11. Jahr hintereinander und dass man halt auch viele Kollegen aus anderen Einsatzgebieten, aus dem ganzen Bundesgebiet halt einmal jährlich auf jeden Fall hier sieht. Hier sind ja fast 1.700 aktive Sportler und dann auch die ganzen Passiven, die dabei sind, das ist einfach der helle Wahnsinn. Das ist immer wieder eine schöne Veranstaltung. Erste deutsche Zollmeisterin über 1.500 Meter ist Mandy Raupach von der Augsburger Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Knapp dahinter Mandy Herzberg von der Überwachungsgruppe Flughafen Leipzig, die schon den New York Marathon geschafft hat. Oh, völlig in Ordnung. Also schnell und kurz ist echt nicht meins. Deswegen dachte ich, und auch bei den Temperaturen, Wahnsinn. Also ich bin glücklich. Bei den Männern heißt der glückliche 1.500-Meter-Sieger Andreas Pohle vom Hauptzollamt in München. Ich denke, dass der Zöllner schon irgendwo sportlich sein muss. Es gibt ja, der Bereich ist ja so vielfältig. Und ich sage mal, wenn ich am Flughafen bin oder auch an der Fahndung, ich meine, irgendwo eine gewisse Fitness muss man mitbringen. Und ich glaube, das ist nicht schlecht. Für die Sieger gibt's Pokale, aber das, was jeder hier mitnimmt, ist der olympische Gedanke. Die Veranstaltung hier zeigt auch, dass wir im Zweifel schneller sind als der Bösewicht, aber das ist nicht die Kernbotschaft hier. Festlicher Abschluss ist heute Abend die Meisterfeier. Offizielles Ende, 4 Uhr. Zöllner können eben auch feiern.